Herzlich willkommen, ihr lieben Zuschauer auf YouTube. Der ganze Stream wird wie immer, die ganze Folge wird wie immer im Stream gespielt. Ja. Und dann glaube ich, bringen wir es heute zu Ende. Hoffe ich mal. Hoffe ich mal, dass wir das Ding heute hier schaukeln. Hier muss ich nur so den Studio-Modus mal ausmachen. Ich bin leicht überbeleuchtet, oder? Was geht? Meine Haare stehen nur wie der letzte Trottel. Ich gerade. Okay. Ein Moment. So, die gleiche Kappe wie gestern. Kommt Billy Boy mit. So. Und die Schlaumeier hat mir natürlich. Doch, hinter mir muss eine Wasserflasche irgendwo liegen. Weil ich wollte gerade sagen, die Schlaumeier hat mir natürlich nichts zu trinken hier irgendwo hingestellt. Ach ja. Manchmal ich und meine Verpeiltheit. So. Jetzt laufen wir wieder einen ganzen langen Weg zurück, wo wir herkamen. Sieht's überhaupt aus? Natürlich. Der wirst jetzt hier liegen, was soll ich sagen? Wir nehmen es mal mit. Und das hier auch. Indem wir es kombinieren. So. Dann haben wir wenigstens mal einmal zu heilen dabei. Was in diesem Spiel, in dieser Spielsession ziemlich selten bis jetzt war. Ah ja, stimmt, da war ja was. Ich hatte dich schon ganz vergessen. Dich hatte ich schon ganz vergessen. Ja. Gestern ist ja eine Weile her. Oh, das ist hier die Karte von hier. Ja, gut. Haben wir die auch? Hier ist das Ding, aber ich wollte zuerst das Rätsel da hinten. Wie sieht es jetzt aus? Also? Oh, ja. Oh. Das ist natürlich nicht so gut, wenn Willi auch verletzt ist. Dann geben wir hier Willi das. Austauschen. Willi hat ja noch Platz. Sogar dann noch für andere Objekte. Und wir heben das hoch und mischen die beiden Sachen dann auch nochmal. So. Jo, verwenden. Kombinieren. So. Und jetzt gehen wir durch und gucken, was passiert. So, das wollte ich zuerst machen. Ja. Ich habe I'll go alone. Roger. Da noch so was im Kopf. Oh, ja, ich habe was im Kopf. Ich laufe hin und her. Genau das meinte ich. Ist hier irgendwie sowas war.
kann ich auch schieben. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das kam ziemlich unerwartet, muss ich zugeben. Aber warte, warte. Dann kann ich doch mal mit Rebecca runter. Da gibt es so eine Art Erfolg. Ich glaube, schwere Sachen kann Rebecca nämlich nicht schieben. Und da gibt es so eine Art Trophäe dafür, wenn wir es versuchen. Deswegen, ja. Jetzt will sie diese nicht mehr schieben, ne? Okay, das war's, glaube ich, schon. So. Mit Rebecca wieder hoch. Einer muss beim Steuerpult ganz sicher bleiben. Und weil meiner Meinung nach hier schon mit dem Schieben ist, wie es scheint ja besser war, Billy dabei zu haben. Nein, nein, nix, noch nix, noch nix. So. Die Frage ist, ob das so richtig ist. Ich habe, um ehrlich zu sein, gar keine Ahnung. Naja, wir stehen mal auf den Kisten. Wir stehen mal auf den Kisten. Jetzt wechseln wir mal zu Rebecca. Ich weiß nicht, was da sollen wir. Was ist, wenn wir. Okay, wenn wir das machen. Können wir die Kiste weiter nach da schieben? Sonst das jetzt. Bringt, weiß ich nur nicht. Wie machen? Keine Ahnung, was hier der beste Weg ist. Hauptsache, ich schieb schon rum. Und bin ehrlich, ich habe absolut keine Ahnung. Wenn wir mit Billy. Ach so. Okay. Ich glaube, wir haben es schon verkackt, weil wir die eine Kiste da zu weit in die eine Ecke da reingedrückt haben. Ich bin mir zwar unsicher, aber ich glaube, damit haben wir es ein bisschen schon verkackt. Aber ich glaube, ich weiß, was wir tun müssen. Also, so eine leise Ahnung habe ich. So. Es klappt jetzt doch nicht so. Auch wenn ich es da hochschiebe, komme ich nicht weiter, weil ich ja nicht mehr hinter die Kiste da komme. Kacke. Müsste dahinter. Ja, wenn ich die hier hochschieben würde, komme ich nicht mehr dahinter. Das ist das Problem. Gut, die hier könnte ich jetzt hier reinschieben.
Weiß ich nicht, wie ich die in der Mitte hier hinkriege, weil die müsste ich auch irgendwie hier hinkriegen. Das klappt nicht. Kacke. Einfach mal gucken. Ich finde eine Kiste hier und... Sie sind ja zu dumm, über diesen Abgrund zu springen. Die denn irgendwie wieder in die Startreihe? Bestimmt einmal raus und rein, ne? Raus und rein. Okay, so schaffen wir vielleicht doch das Ende nicht so schnell mit diesem Rätsel. Sehr schön. Nach rechts. So, Kiste Nummer 1. Das ist die, die eigentlich am einfachsten noch zu machen ist. Ich schiebe die einfach jetzt sofort geradeaus rein. So, Kiste Nummer 2. Wird auf dem gleichen Weg, meiner Meinung nach, da hinten hingebracht, weil wir kommen eh nicht an die andere Kiste vorbei. Wir müssen nur hier mit dem Gitter bis mit der Tür arbeiten. Das heißt, hier schieben wir mal da in die Ecke, wo sie nicht hindert. So. So. Bringen wir auf eine Kiste drauf. So, das Problem wäre jetzt, wir drehen weiter nach rechts, ne? Oder? Ne, nach rechts will sie nicht, nach links. Okay. Dann können wir nämlich hier hin. So, dann hier hoch.
Und ihr wollt mich schon verarschen. Hallo? Wieso passt jetzt diese Kiste da nicht rein? Das Spiel. Das ist zu gefährlich. Dann mach eben von mir aus nach rechts. Ist mir egal. Dreh das Ding irgendwo hin. Dieser fucking Millimeter. Das ist doch nicht ihr fucking Ernst. So, jetzt Billy raus und das Becken mal mit Wasser füllen und dann müssten wir ja über die Kissen rüberkommen zu dem Ding. Ja, fülle es los. Billy müsste ja noch einen Platz haben, um was mitzunehmen. Jo, den nehmen wir mit. Was machen wir denn jetzt mit dem Gabelstapler? Das ist die Frage. This way. Roger. Rebecca, folge mir, folge mir. Vielen lieben Dank, Rebecca. Vielen lieben Dank. So. Den können wir noch nicht benutzen, glaube ich. Dafür brauchen wir eine Autobatterie oder so. Also laufen wir jetzt mal zurück. Hier ist der Billardraum. Hier wollen wir auch nicht hin. Wir erledigen ihn diesmal da draußen. Unser Kumpel. Oh. Junge. Okay, Rebecca sollte ihr Erste-Hilfe-Dings nehmen. Das sieht nicht gut für sie aus hier. So. Erstens wechseln wir wieder darauf. Zweitens verwenden wir. So. Mal gucken, was uns dahinter erwartet. Wahrscheinlich eine Horde Zombies. Klingt jedenfalls mal so, als hätten wir. Oh, die sehen ja gut aus. War es das schon? Okay. Oh, Junge. Oh. Hi.
Bam, bam, bam. Was ist denn das hier für ein Raum? Darauf war ich gar nicht vorbereitet. Aber ja. Zum Glück können wir gleich wieder einmal durchatmen. Gut, 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 gut. Das ist ein schöner Speicherraum. Mit einer Leiche. Aber ja, Speicherraum dürfte safe sein. Da dürften wir theoretisch auch nicht von dem ein Foto haben. In der Ecke steht etwas geschrieben. Komm bald wieder nach Hause, Daddy. Ich will aber nicht den Fotorahmen, sondern das, was unterm Bett ist. Das muss ich... Ja. So. Sieht's überhaupt bei Rebecca jetzt aus? Sie hat noch immer kein... Ah ja, weil sie die Magnum dabei hat. Stimmt. Ich kann sagen, sie hat noch immer keinen Platz für Pistolenmunition. Der guckt schon seit längerem die Radieschen von unten. Wow. Der Rest legen wir ab. Die eine Kugel, die wir jetzt damit unsere Sachen aufgeladen haben, nehmen wir natürlich gerne an, aber ja, hier liegt vertrocknetes Obst auf dem Tisch. Ich sehe da zwar ein Schachbrett, aber ja. Und ein Erste-Hilfe-Spray, was du eigentlich, was ich anklicken wollte. So. Du nimmst das. Ja. Und du nimmst das. Und dann machen wir wieder kombinieren. Dann hast du wieder was zu heilen dabei. Billy hat auch was zu heilen dabei. Mehrere Stellen sind blutverschmiert. So. Info zu Batteriesäure. Diese Flüssigkeit ist eine verdünnte Lösung aus Wasser und Schwefelsäure. Beiden müssen von hoher Reinheit sein. Im aufgeladenen Zustand muss die Batteriesäure eine Schwere von 1,280 Ampere 0,010 bei 20 Grad haben. Reinheit der Batteriesäure. Achten Sie darauf, dass die verdünnte Schwefelsäure rein genug ist. Wunderbar. Billy kann ein Farbding aufheben? Ich sag jetzt nicht, hier will keins. Ja, ich wollte gerade sagen. Das wäre ziemlich kacke. Daten aufzeichnen. Ja. So, Speichern beendet. Quartiere sind wir jetzt hier in den Quartieren. Wunderbar. Das hier legen wir ab. Ganz klar. So, ich weiß gerade nicht, ob wir alles angeguckt haben in den anderen Räumen. Ich habe keine Ahnung. Ja. You stay here. Yeah. Come on. Okay. Hier ist nix, ne? Und auf der anderen Seite.
Da ist noch eine Leiter, sehe ich gerade auf der Karte. Habe ich nicht gesehen, als wir selbst im Raum waren. Dann gehen wir erstmal dahin. Hier ist die Leiter. Leiter hochklettern, ja. Mal sehen, was uns da erwarten wird. So. Untersuchungsbericht 2. Wir hätten schon längst mit diesem Loch fertig sein sollen. Als alles begann, hätte niemand erwartet, dass es zu einer solchen Schlacht kommt. Niemand hat uns gesagt, dass diese Wesen uns angreifen würden. Die Bosse haben sicher auch nicht damit gerechnet. Die Dinge im Wald haben einfach Leute angegriffen. Das hat jemand geplant. Das Virus muss zweifellos absichtlich freigesetzt worden sein. Aber die Wächter, unsere Kameraden, müssen noch da sein. Wie auch immer. Darum muss ich mich nicht mehr sorgen. Ich muss überlegen, ob ich mich selbst oder einen Feind mit meiner letzten Kugel töte. Nur diese Entscheidung steht mir noch bevor. Oh. Das ist natürlich hier, ne? Ah ja. Kann ich nochmal? Was ist, wenn ich es nochmal dazu gebe? Was habe ich dann? Nix. Okay, hier sind noch rote und grüne Kräuter. Ich markiere die mal einfach, indem ich eins hochhebe. Das ist schon mal gut so. Das war schon hier oben wieder. Okay. Ah ja. Klettern wir mal wieder runter. So. Ah, da geht's nirgendwo hin. Das ist natürlich grandios. Eigentlich hier. Wir geben mal Billy die Magnum. Er hat ja eigentlich Munition heilen. Und wir können somit Munition für die Pistole auch mal hochheben, wieder für Rebecca. Aus dem Speicherraum. Das, glaube ich, ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Glaube ich. So. So. Und somit. Was haben wir mit dem Farbband gemacht? Sag nicht, wir haben das auf einer Stelle liegen lassen, wo wir es nicht aufheben können, weil wir es nicht mehr sehen. Wahrscheinlich gesehen. Oder hat Billy es noch? War ich so verpeilt? Könnte eh keiner mehr von uns hochheben, von daher ist jetzt auch egal. So viel Interessantes haben wir jetzt nicht gemacht, um nochmal hier zu speichern. Würde ich jetzt mal sagen.
Okay, die Ekel sind gut tot. Sind wir anscheinend durch. Huch. Was zur Hölle? Frösche. Frösche. Jo, der Cheese, Junge. Also jetzt komme ich hier die Zwickmühle. Heilung ist natürlich nicht schlecht, aber Granaten auch nicht. Ich wollte nicht schießen, ich wollte nachladen. Wir markieren die dann. Einer von uns sollte aber ein bisschen mehr Pistolenmunition dabei haben für den Fall der Fälle. Dass der andere mal welches braucht. So. Was ist denn hier? Bedienfeld für die Gondel. Die Systemplatine fehlt. Ohne Systemplatine empfängt die Gondel keinen Strom. Das ist natürlich wunderbar. Das ist wohl die Gondel. Gondelterminal. Okay. Dann nehmen wir halt diesen wunderschönen Fahrstuhl. Wo ist Billy? Kommen wir nicht zu zwei hier runter? Nur mal so. Come on. Okay. Nebenbei. Statt dass du alleine oben rumsitzt, komm doch mit und schau dich mit um. Ah. Er lebt noch. Aua. Ich wollte hierauf wechseln. Um. Bleib fliegen. Das, da ist ein Knopf, drücken. Okay. Da haben wir eine Leiter zum Hochsteigen, wo wir auch damit hinkommen. Ich will trotzdem mal gucken, ob diese Tür hier auf ist. Bei Billy die normale Pistole ausrüsten, bevor er den Rest Magnum-Kugeln verschwendet. Wir haben einen Frosch getötet. Ich
Ich glaube, da kommen wir nicht durch. Ist wohl zu viel Wasser. Durch das rauschende Wasser hindurch sehen. Ist da eine Art Gang? Okay, man kann durch das rauschende Wasser hindurch sehen und da ist so eine Art Gang. Aber ich bin gerade sehr glücklich, dass wir hier sind. So kann Rebecca sich mal heilen. Das ist so auch nicht schlecht. Auch wenn hier sonst nichts Besonderes ist, was uns gerade hilft. So. Die Leiter. Jo, die Leiter hochklettern. So. Da ist die Platine, würde ich mal behaupten. Aber keiner von uns hat Platz. Okay. So, die 6 Kuhn können wir hier hinlegen. Nachher nehmen wir einfach ein bisschen was von Rebecca. So, die Systemplatine. Einmal hier rumlaufen, nicht dass hier noch irgendwas Wichtiges rumliegt, scheint aber nicht so zu sein. Das heißt, jetzt laufen wir wieder zurück, die Systemplatine rein. Ja. Und der Tyrant-Typ ist verschwunden. Also, unser Zombie, der uns jetzt dauernd verfolgt, ist weg. Und wir sind wieder allein. Ich hoffe, das hat gereicht, damit Rebecca mit hochgeht. Okay, hat das. Zum Glück. Ohne die haben wir keinen Strom. Ich habe verstanden. Stehe ich wieder nicht gut genug oder so? Ja, ich stand nicht gut genug. Okay. Eine kleine Gondel. Rebecca würde sicher hineinpassen. Ah. Nein, noch nicht. Mir ist noch eingefallen. Wir wollten noch hier Billy ein bisschen Munition auch geben. So. Hat jeder ein bisschen Munition für die Pistole? So ist das dann, glaube ich, doch besser. So, jetzt steige ein, Rebecca. Das ist ein Hebel für die Schleuse. Hebel umlegen, ja. Tun wir mal.
teure Granaten. Wir haben nur leider keinen Platz. Ich bin ehrlich, ich will gerade nichts ablegen. Treppe ist hin. Okay. Es passiert nichts. Scheint kaputt zu sein. Okay. Oh, hier ist eine Tür. Da sind noch mehr Säuregranaten. Also mir schwant es, als würden wir Säuregranaten demnächst brauchen. Nein, ich will das, was davor leuchtet. Heb das auf. Guck, was das ist. Ach, kann ich jetzt nicht tragen. Okay. Oh, hier, blaue Chemikalie. Jo, rote ist bereits, ja, hinzugegeben. Und dann müssen wir Schwefelsäure haben. Sehr schön. Ja, legen wir doch mal kurz das Heildings ab und gucken, was das ist. Industriewasser. Jetzt haben wir alles für unsere Batterie. Unsere Battery. Nehmen wir den Kräutermix wieder mit. So, jetzt ist die Frage. Runter oder Tür? Wir gehen erstmal zur Tür raus. Oha, hier haben wir Billy gefunden. Okay. Okay. Da ich so weit jetzt laufen, um mit Billy zu Rebecca wieder zu stoßen. Ich laufe jetzt einfach mal dahin, weil... Ja. Zusammen sind wir doch stärker als alleine, würde ich mal behaupten. Auch wenn das jetzt vielleicht dumm ist und es vielleicht einen besseren, schnelleren Weg gibt, habe ich lieber, die beiden sind zusammen. So, hier sind wir dann im Speicherraum, ne? Wenn ich jetzt hier mal gucken. Nein, ich finde das Ding nicht. Ich hab's zwar einmal nicht mitgeschleppt, ja. Schade. Ich glaube, speichern wäre nämlich einmal nicht so schlecht. Aber ja. Ha! Hi! Bleib doch einfach liegen, Junge. Bleib doch einfach liegen.
So, nach da. Dann jetzt sind wir im Billardraum, ne? So war das, wo der Billardtisch war. Und dann nach unten. Ah. Aber immer interessant, wie dann wieder neue Gegner einfach aus dem Nichts aufgetaucht sind. Nein, nein. Ich wollte hier lang, ne? Dann müsste ich bei Rebecca landen. Ich glaube, das sind wir fast da. Oder sind da. Ich weiß es gerade nicht mehr. Okay, fast. Ne, fast. Come on. Okay. Jetzt sind wir wieder zusammen. Billy können wir auch nichts mehr mitnehmen, ne? Was hätte ich jetzt mit Billy die Schwefelgranaten mitgenommen, aber ja. Aha, sieht schön aus hier. Oben im Regal steht was. Rebecca hochheben. Rebecca hat nur keinen Platz. Oder? Wir können das Objekt nicht tragen, ja. Na gut, dann machen wir wieder. Den hier. Dann hat Rebecca wieder Platz. Ich wollte das kurz schon machen für die Muni, für die Granaten, für den Granatenwerfer, aber. Ja, die Batterie. Ist, glaube ich, doch wichtig, wichtiger. Toll. Okay. Was ist denn das für eine Tür? Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Okay. Laufen wir jetzt zum Gabelstapler, machen da die Batterie rein und hier. Es ist hier lang geht's schneller, ne? Ja. Also nicht schneller. Hier war doch falsch, okay. Ich wollte gerade sagen, das war doch eine Schiebetür und keine Tür mit Klinke.
Vollautomatik-Schiebetür, die nicht so Automatik ist. Sehr gut, Billy. Trete ruhig drauf. Mach die Viecher platt. Keiner mag sie. Nicht mal ihr eigener Hersteller, Herrchen. So, dann hier durch. Oh, das ist... Oh, was für ein Rumgelaufen, ne? Oh, wir haben es geschafft. Wir sind beim Gabelstapler angekommen. Bisschen nur gucken. Hier ist die Klappe. Ich stehe wieder nicht gut genug vor der Klappe. Da ist Platz für eine Batterie. Jetzt. Der Gabelstapler sieht einsatzbereit. Aufzugschalter drücken, nein. Erst wenn ich hier drauf stehe, kann Barry ihn drücken. Keycard mitnehmen. So. Und jetzt. Okay, bevor wir jetzt irgendwas machen, und wenn ich jetzt den ganzen Weg zurücklatschen muss, laufen wir jetzt so weit zurück, bis wir einmal speichern können. Nicht, dass wir jetzt sterben und das Ganze nochmal müssen machen. Das wäre ziemlich kacke. Okay, das war vielleicht ein bisschen overpowered. Wir sollten ja auch wieder die Pistole mal mit ihr ausrüsten, auch wenn wir mehr Schüsse brauchen. Komm schon, Billy. Natürlich steht hier jetzt überall ist voller Zombie-Mitarbeiter. Wollen alle Mitarbeiter des Monats werden, diese Heuchler. Ja, es war jetzt Verschwendung, das dafür zu gebrauchen, aber besser als, dass ich es jetzt hier rausgeworfen hätte und rumliegen gelassen hätte und das hier nicht mitgenommen hätte. Das müssen wir jetzt auch noch dazu sagen. Ja, das wäre mehr Verschwendung gewesen. Dann lieber einmal sich voll heilen. Und weiterlaufen als... Ja. So, jetzt müssen wir ja... War das hier lang? Oh, ich weiß es schon wieder nicht mehr. Ja, hier. Da. Und dann nochmal geradeaus und dann sind wir wieder in einem Speicherraum. Ich hoffe. Also ich glaube, wir kommen dem Finale immer näher. Ich hoffe, wir schaffen es noch, weil ich eckig noch weg muss, aber ich wollte wenigstens... eigentlich dieses Wochenende das Spiel noch fertig haben. So. Speichern. Ja. Ich will speichern. Lass mich speichern. Yeah. Quartiere, jo, super. Das heißt, das legen wir diesmal. Ah, das war unsere letzte Rolle, ey.
Sehr gut. Billy Boy, wir sollten nochmal tauschen, finde ich. Also, austauschen. So. Fair getauscht, der Mann kriegt ein paar weniger als die Frau. So ist das nun mal. So. Also ich gehe jetzt dahin, wo dieses Wasser abgegangen ist, ne? Das klingt für mich am logischsten. Dass das unser nächster Zielort ist. Weiß zwar nicht, für was wir die Karte brauchen, aber jetzt sind wir im Gondelraum. I'll go check over there. Yeah. Oh. Follow me. Okay. Hier liegt noch was. Hallo, nimm's. Tagebuch des Werksleiters. 10.05. Verdammt, warum wird normaler Industriemüll hierher gebracht? Diese Anlage gehört der Umbrella Corporation. So viel Müll können wir nicht verarbeiten. Noch dazu schicken sie uns Giftmüll, den wir nicht entsorgen können. Was sollen wir damit machen? 24.07. Die wollen scheinbar das Werk schließen. Kein Wunder nach dem, was hier lief. Es war nötig, aber ziemlich plötzlich. Bislang war es ihnen auch egal. Hauptsache, ich komme hier raus. Mir ist es egal, was die tun. Und eigentlich hat Billy Platz jetzt? Nein, Billy hat noch immer keinen Platz. Sonst hätte ich jetzt diese Granaten noch mitgenommen. Wir gehen. Warte. I'll go. Ja. Ich wollte wieder die Karte öffnen. Come on! Okay. So. Hier ist ein Fahrstuhl. Wir nehmen den Fahrstuhl. Ich hoffe, es hat wieder gereicht. Ist das wirklich? Ich muss warten, bis Billy mit draufsteht. Ich muss warten, bis er mit draufsteht. Oh, das ist. Hey, es ist realistisch, aber. Follow me! Ja. Jetzt stand er drauf. Mit einem Fuß zwar nur, aber er stand drauf. I'll go check over there. Ja. Come on! Ja. War jetzt da lang, ne? Hoffe ich. Ja. Komm, steig die Leiter runter. Oh, hi. Das nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Das ist eine Tür, okay. Das ist auf der Seite. Wenn die Kamera will, dass ich es mir irgendwann ansehe. Auch eine Tür. Die Tür wurde aufgeschlossen, okay. Und wo bringt uns die jetzt hin? Ah. Toll.
Okay. Da ist ein Magnetkartenleser. So, verwenden. So. Das Schloss wurde geöffnet. Die Karte brauchen Sie nicht mehr wegwerfen. Jo. So habe ich sie am liebsten weggeworfen. Jo, nehmen wir mal mit, auch wenn Billy gerade die Magnum hat. Wir machen einen fairen Tausch. Scheiße. Hier austauschen. So. Sind ich fair getauschen. Getauscht. Welcome, young one. So glad you have joined the party. You are the guests of honor. After all, it's your wake. Who are you? Dr. Marcus? No, you can't be. What's going on? 10 years ago, Spencer had me assassinated. Time to die, Doctor. I will take over your research. Wesker? Birkin? However, something wondrous happened. It took the T-virus inside of my queen years to procreate my new life. I live. Now I will have my revenge on Umbrella, and the world will burn in an inferno of hate. You'll pay for what you've done. We'll see which one of us is gonna die. Lecker. Richtig lecker. Okay, Granatenwerfer ist leider schon leer. Hätten wir nicht diesen Platz mal. Oh, Kacke. Und genau deswegen, liebe Kinder, solltet ihr nicht für die Umbrella Corporation arbeiten. Dieses Objekt können sie nicht tragen. Ja, was soll ich denn noch hier wegwerfen?
kann aber nicht noch mehr wegwerfen, das ist doch... Wir brauchen die zwei, das heißt, ich muss auch noch was bei Rebecca wieder wegwerfen. Hier, diesen verdammten Schlüssel auf. Was anderes will ich aber gerade nicht wegwerfen, außer vielleicht die Munition. Oder Billy geben. Was wahrscheinlich dumm ist. Weil wir Munition ganz sicher wetten brauchen. Ich will das Erste-Hilfe-Spray jetzt nicht benutzen, nur weil ich leicht verletzt bin. So, jetzt hat jeder von uns einen Schlüssel. Den werden wir sofort hier los, oder? Okay, dann geh du eben zu dem Schlüsselloch. Ah, wir gehen einfach sofort weiter. Schade. Ich hätte jetzt gehofft, ja. Aber gut. Wenigstens können wir jetzt wieder die Pistolenmuni, die wir weggeworfen haben, wieder einsammeln. Und Billy gibt uns noch ein bisschen was von sich. Hier austauschen. Nimm du ein bisschen mehr Pistolenmuni. Wir haben noch eine Magnum mit Billy. Aber okay, wir haben nichts mehr für den Raketenwerfer. Oh. Ja. Wir hatten nichts mehr. Natürlich nimmt er gerade das, was er nicht gebrauchen kann. Wir sollten einmal speichern. Das heißt, wir legen wieder was ab. Oh, dieses Spiel mit dem Ablegen, mitnehmen, ablegen. Oh, das macht einen doch schon manchmal kirre, ne? So. So, jetzt nimm wieder. Du solltest nicht zurückgehen. Nein, nein. Dieses Spiel. Das ist nur wegen dem Scheiß ablegen. Mitnehmen. Bitte, nimm das Richtige. Danke. Danke.
Okay, warte. Ich will es nur getestet haben. Ah, schade. Jetzt hätte ich all die Sachen genommen und hier auf dem Fahrstuhl abgelegt. Naja, wie gesagt, es wird jetzt nur nicht vorbei sein. Was sagte ich? It's the Queen! The self-destruct system has been activated. All personnel evacuate immediately. Repeat. Who activated the self-destruct system? Come on, can't this thing move any faster? Yeah. The self-destruct system has been activated. All personnel evacuate immediately. Repeat. Oh. Queen mag kein Licht, wie es scheint. Billy, we can't handle sunlight. We need to open the windows. Follow me. You work on the windows. Got it. I'll use my charm to distract Your Majesty. Guter Plan. So, Torbedienungsanleitung. Gehen Sie wie folgt vor, um den Heliport im Notfall zu öffnen. Sperre lösen. Die vier Sperrmechanismen im Raum sind folgender Reihenfolge zu aktivieren. Südwestseite, Nordwestseite, Südostseite, Westseite. Und das soll ich mir merken. Drehen Sie zum Öffnen des Tors die einzelnen Kurven. Hallo? Ignoriere mich nicht. Wo war denn hin? Lieber mir Aua wie, dass sie Rebecca Aua macht. Hallo? Schöne Rebecca. Frag mich, wieso man hier in dem Spiel eigentlich ein Multiplayer eingebaut hat. Damals waren die Sachen wahrscheinlich nicht darauf ausgelegt, aber. Au, 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 au. Komm schon, Rebecca, beweg dich. Ja, bespring mich. Ich sollte einmal gucken, wie es aussieht mit der Heilung.
Mir geht's eigentlich gut. Okay, nur die Muni wird ein bisschen knapp. Wo bin ich? Ich wollte mich gerade heilen, aber ich glaube, wir haben es nicht mehr notwendig. Rebecca hat es, glaube ich, geschafft. Hey, that must be the old mansion that Enrico was talking about. I guess it's time to say goodbye. Officially. Lieutenant Billy Cohen is dead. Yeah, I'm just a zombie now. Resident Evil Zero. Und ja, damit haben wir das beendet. Ich überspringe. Was, sie können jetzt Leech Hunter spielen? Was? Sie können jetzt den Wesker-Modus spielen. Okay, es wurden lauter Sachen hinzugefügt. Ja, ich überspringe den Abspann einfach, weil ich meinen Stream so langsam müsste beenden. Weil ich noch weg muss und alles. Ich ja noch fertig muss machen. So, Spielende. Ich will einfach nur mal reingucken, was die zwei Modien sind. Sind hier unter Extras. Der Wesker-Modus. Was ist denn der Wesker-Modus, bitte? Sie können jetzt als Wesker spielen. Halten Sie Kreis und nach vorne zu... Aha.
Ach so, okay, ja, da wurde einfach nur Billy ersetzt durch Wesker oder so. Ja, es gibt kein Zurück. Ja, ich wollte das Spiel nicht von vorne starten. Oha. Okay, da haben sie sich orientiert an Resident Evil 5. Guck, sie ist auch so anders angezogen. Aber ja. Gut, das war's dann mit Resident Evil 0. Wir werden dann irgendwann auch Resident Evil 1 spielen und 2, das Remake dann sofort von 2 und dann 3 und 4 und 5 und 6 und vielleicht auch 7 und 8 und Revelation, Code Veronica und was nicht noch alles. In der Timeline wird's ein bisschen schwer, weil dann müsste ich ein paar Spiele anfangen, dann aufhören, dann das nächste spielen und dann wieder anfangen. Ich guck noch, wie ich mir das einteile. Aber ja, jedenfalls vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal auf YouTube, ne?